So, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Bioshock Remastered. Es neigt sich dem Ende zu. Wir haben nicht mehr viel vor uns. Wir haben auch storytechnisch ziemlich krasses Zeug mitbekommen. Von wegen Atlas ist in Wirklichkeit dieser komische Fontaine und der hat jetzt irgendwie uns Gehirn gewaschen, manipuliert, hier reingeschickt, um Andrew Ryan loszuwerden und will jetzt irgendwie Rapture übernehmen, der gute Dude. Oh, Jesus Gott, was geht denn hier schon wieder steil? Ach du Heilige. Oh, Haie, hallo. Ja, also storytechnisch ging gut ab, richtig gut. Ich rufe mal die Feuerwehr. Will nicht. Dann eben nicht. Oh, schön. Ja, da ging böse was ab und unsere Aufgabe ist jetzt kein aktives Ziel. Finde Fontaine, kein aktives Ziel. Jo. Der Teufel ist genau hinter mir. Gott. Ich hab seinen Anblick langsam. Ach, das ist er. Was geht jetzt ab? Weg mit euch, ihr Fische. Oder weg mit dir. Hallo? Stirbst du? Gehst jetzt kaputt? Ach, jetzt sind beide gleich kaputt. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte einen übernehmen, aber... In dem Fall wohl nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht ja wieder gut los und gut ab hier. Genbank. Muss ich... Nee, da muss ich eigentlich nichts umstellen gerade. Das passt. Junge, Junge, hier fällt ja alles zusammen, Mensch. Ach, da war er gerade. Warte, sind hier... Oh, hier sind drei Little Sisters in dem Level. Die muss ich mir noch holen. Da flüstert mir jemand ins Ohr. Gehen wir erstmal hier hoch. Was war das denn? Ach, die Maske. Ha! Dachka, was fliegt denn da rum, Mensch? Fall mal um. Neues Ziel, untersuche die Leiche eines Big Daddies. Ja. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ist ja nicht so schwer. Ups. Ups, ups, ups. Lassen wir die erstmal kommen hier. Gehen wir schon ein bisschen einschmelzen. Wo ist es? Ja, dich habe ich gesucht. Wo bist du? Ah. Komm mal her, mein Freund. Du gehörst jetzt mir. Was ist hier Schönes? Ah ja, guck an. Portemonnaie ist voll. Oh nein, ich muss einkaufen. Zum Glück war da... Mach auf. Zum Glück ist da ein Laden. Und neben mir grunzt ein Big Daddy rum. Genau den habe ich gesucht. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück und holen das Geld. Das Geld, wir brauchen das Geld. So. Ja, Big Dudu, wie geht's dir, Big Dudu? Oh Gott. Den werden wir mal ganz kurz fotografen. Fotografieren. Gibt nicht so viel Forschungsfortschritt, aber immerhin ein bisschen etwas. Ja, erhöhter Schaden gegen Splicer, das ist schön. Komm, kriegst du eine Rohrzange an den Kopf, mein Freund. Kurz ein bisschen heilen. Ja, wir müssen waffentechnisch kurz mal überdenken und durchdenken, wie wir den am besten platt machen. Das ist ja einer, der schießt. Mein Geschütz ist schon platt in dem Fall. Schön. Fang. Er will nicht so ganz. Er hält ein bisschen gut was aus. Ich glaube, wir gehen hier mal auf Panzer brechend. Ups. Mach mal auf die Tür. Oh Gott, ich muss noch nachladen. Nein, ich muss panzerbrechende Munition drin lassen, bitte. Nicht so rumstressen hier. Der macht gut Schaden. Ja, ich werde, glaube ich, erstmal hier noch um die Ecke gehen. Hä? Wieder die beste Idee gewesen wahrscheinlich. Komm, geh kaputt. Yes. Nice. Easy. Also, nicht ganz so easy, aber geht.
untersuchen. Schöne Sache. Zack. Hab ich. Oh. Ja, in dem Fall ist unsere neueste Aufgabe jetzt wohl, wir müssen uns einen Big Daddy Anzug holen. Werde zu einem Big Daddy. Yo. Schöne Sache. Das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Müssen wir ja. Oh, stopp. War da schon der Nächste? War schon der Nächste rumgegrunzt? Das gefällt mir nicht so. Entweder war das ein Wal oder ein Big Daddy, obwohl die sich ziemlich ähnlich anhören. So, lass mich schon mal überlegen. Hoch. Hoch. Rüber. Hier das dahin, das hier hin. Zack, zack. Ja, fertig ist der Lack. Schöne Sache. Das gehört mir. Gatherer's Garden. Gesundheitsupgrade. Kann nicht schaden. Eve-Upgrade kann auch nicht schaden. Electrobolt 3 nehme ich mit. Definitiv. Habe ich das jetzt automatisch drin dann? Ranch Lurker brauche ich gerade nicht mehr. Erhalten zusätzliches Essen. Schaden gegen Maschinen. Zieldummy Alarm. Expert, das lassen wir mal ganz kurz. Ja, Electrobolt 3, sehr schön. Hier wäre sogar ein toter Big Daddy gewesen. Schöne Sache. Wo sind wir denn hier eigentlich gerade unterwegs? Die Frage ist, muss ich hier schon lang? Okay, das kriege ich hin, hoffe ich. Habe ich jetzt eine Aufgabe von wegen Einzelteile? Sieht nicht so aus, ne? Ah, Kamera in der Ecke. Weg mit dir. Ja, ich will, da ist ein... Ach, das ist natürlich ein Raketenturm, warum auch nicht? Du gehörst mir. Schöne Sache. Ja, ich will, auch wenn es ein bisschen aufs Ende zugeht, ich möchte wieder ein bisschen... Hallöchen, wer bist du denn? Ein bisschen, kundschaften. Ich will nicht unbedingt jetzt nur... Schrei doch nicht so rum. Ups. Damage Research 2. Ich will nicht nur... ich will nicht nur stumpfsinnig jetzt durchrennen zum Ende, sondern ich möchte mir trotzdem noch angucken, was man so finden kann. So wie es aussieht, müssen wir hier eh durch. Ich muss den kompletten Anzug finden. Ja, hört sich ganz danach an. Ja, Anzug und der Helm. Ja, man hört mich jetzt schon stampfen. Man sieht zwar meine Füße nicht, aber man hört das Stampfen. Bom, 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 bom. Ach so, warte, ich... Ja, ich habe ja wieder meine Armbrust. Die laden wir noch schnell durch. Armbrust, Electrobolt ist eine ziemlich geile Kombi. Auf wen hast du geschossen, Turm? Kommt da jemand? Da kommt jemand, oder? Ja, wahrscheinlich hören die mich jetzt durchs halbe Level, wie ich hier rumstampf. Da liegt noch mehr Film in der Ecke. Hier liegt noch Pistolenkugeln. Auf wen schießt du denn? Ah, da sind noch Granaten. Ah ja, ich glaube, ich weiß, auf wen er geschossen hat. Ja, ich bin laut ohne Ende. Gehen wir da lang. Yes, ist gut. Ja.
Danke. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum sie für einen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Schön ein bisschen einstinken. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Oh, Brandbolzen. Wir nehmen ein paar mit. Ich weiß, im Haus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt. Ja, du kannst mir drohen, wie du willst, Junge. Der Typ, ey, ich sag's euch, der Typ. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber seit der Mission nach Andrew Ryan, seitdem der Typ öfter mit mir redet und wir rausgefunden haben, dass er nicht Atlas ist, sondern Frank Fontaine, seitdem ist der so unglaublich leise und ich habe auch schon in den Einstellungen geguckt, ich kann den nicht mehr lauter stellen. Ich weiß nicht, warum, Leute, es tut mir leid. Du lässt mich bitte in Ruhe, okay? Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, der Ja, ich gehe, ich guck nicht, keine Angst. Ich werde mich hier ein bisschen häuslich einrichten mit meinem Granatwerfer. Toll. Ups. Hehe. Hat er jetzt alle Türen aufgemacht oder was? Was war... Oh nein. Ach, ich hab wieder ein Aim drauf heute. Ja, klasse. Lauf halt weg. So, komm, gib her das Zeug. Dann wechseln wir halt eben mal die Was ist das? Was war das? Was war das? Was hat mir gerade so dermaßen in den Rücken geballert hier? Was war das? Spinnt ihr komplett? Seid ihr wahnsinnig, Leute? Ach, da steht da noch. Hä? Leute? Ach, liegt der jetzt da oder was? Was war das denn? Wo bist du? Mist, sag du. Ups, gegen's Mikro gehauen. Ich hoffe, man hat's nicht gehört. So, ich glaube, ich stink nach Big Daddy. Ein guter Anfang. Jetzt musst du nur noch den Anzug und den Stimmenverzerrer aus den anderen Labors besorgen. Dann bist du der perfekte Widerling. Na los. Mann, ey, die ist voll fies zu mir, Leute. Ja, renn doch nicht weg, du Sack. Nervensäge. Nervsäge, genau. Ach Mensch, komm her jetzt, Junge. Ja, du hast einen Pfeil im Gesicht, mein Freund. Ich will jetzt endlich diesen Big Daddy hier weghauen. Wo ist er denn jetzt hin? Ich höre ihn. Sind die schon oben? Sind die so schnell? Ja, natürlich stehen die schon hier. Ich glaub's ja nicht. Wir machen hier mal ein bisschen... Ups, hallo. Kommst du oder kommst du nicht? Hat er das jetzt nicht realisiert, dass ich auf ihn geschossen habe? Oder will er nicht? Kommt er? Oh, ich glaube, er kommt. Er stampft irgendwo. Ich habe ihn gefunden. Kommst du jetzt bitte? Du Sack, du Elender. Ups. Yeses. Oh Gott, ich muss nachladen. Nein. Nein, die ist nicht durchgeladen. Oh, ist das... Yeses, war das wieder knapp. Ich bin immer noch hundsmiserabel im Big Daddy kämpfen. Menschenskinder. So, komm.
Falls ich das Zeug noch brauche, saugen wir es doch mal wieder raus. Ja, ja. Dann haben wir in dem Level... Lasst mich überlegen, beziehungsweise lasst mich mal ganz kurz cheaten. Ja, eine haben wir noch. Wer da auch gerade auf dem Bildschirm gestanden, habe ich gesehen. Schön Verbandskasten, das brauche ich. Ich glaube, ich gehe auch besser nochmal beim... da hätte ich mich heilen können, ich Trottel. Oh Mann. Beim Händler vorbei. Der war ja hier vorne, glaube ich, irgendwo. Gehst du auf? Was haben wir hier Schönes? Nichts. Hier noch jemand drin Oh, oh Gott. Autsch. Ja, stabile Sache, hätte ich gesagt. Dem geht's sicher gut. Hier war ich gerade drin, ne? Korrekt. Richtig, richtig. So, die Stink... die Stinkpheromone... OMG nehmen wir noch mit. MG-Patronen, kann ich schaden. Die Stinkpheromone für den Big Daddy haben wir. Die haben wir dann wohl hier gefunden. Jetzt gucken wir mal noch hier rein. Hören Sie bloß auf. Nein. Mensch. Hab ich ach ja, natürlich. Ja, natürlich. Seid ihr jetzt direkt hier drin gespawnt oder was? Mensch. Bisschen nervig, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Ups, was war das? Hä? Hören Sie auf, mich zu belästigen, bitte. Ich habe gesagt, Sie sollen aufhören, mich zu belästigen. 10 Sekunden, das halten wir jetzt auch noch durch. Kurz die Flinte durchladen, beziehungsweise die Armbrust. Weg mit euch. So,